herzlich willkommen, liebe Zuschauer und natürlich alle Freunde der großen und kleinen Bahnen zur Ausgabe 80 von Modell und Bahn. Heute habe ich Ihnen einen Bericht mitgebracht vom 26. Eisenbahnfest aus Schwarzenberg. Wir machen Dampf steht auf dem Flyer des Vereins Sächsische Eisenbahnfreunde e.V. Ein für Eisenbahnfans verlockender Slogan im doppelten Sinne. Ich gebe zu, für uns auch. Frei nach Wilhelm Busch, also lautet der Entschluss, dass der Mensch was lernen muss. Besser gesagt, kennenlernen. Und das haben wir zu den 26. Schwarzenberger Eisenbahntagen getan. Von Thomas Strömsdörfer erfahren wir Wissenswertes zum Eisenbahnmuseum. Das Eisenbahnmuseum Schwarzenberg bietet eine Sammlung von historischen Lokomotiven, Wagen, Sachzeugen der Eisenbahngeschichte, die man alle hier erleben kann. Außerdem kann man die natürlich bei uns auch in Funktion erleben. Von unserem Museum aus veranstalten wir regelmäßig Sonderzugfahrten, wo man die historische Eisenbahn in Aktion erleben kann. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Fahrten auf der Erzgebirgischen Aussichtsbahn, bei dem wir mit unserem historischen Zug zwischen Annaberg, Buchholz und Schwarzenberg unterwegs sind. Dieses Produkt wird gemeinsam mit verschiedenen Partnern organisiert. Aber natürlich gibt es bei uns im Eisenbahnmuseum jede Menge zu erleben und zu entdecken und auszuprobieren. Es gibt aber auch eine betriebsfähige Lokomotive von euch. Was ist mit der? Wir haben eine Lokomotive, die eigentlich rollen sollte. Aber so eine Lokomotive muss nach 8 Jahren zu einer Hauptuntersuchung. Das ist also gesetzlich so vorgeschrieben, da führt kein Weg dran vorbei. Und da sind wir ganz froh und glücklich, dass wir dank der Unterstützung von unserem Freistaat die Lokomotive zur Hauptuntersuchung ins Dampflokwerk Meiningen bringen konnten. Das ist eine große Arbeit, die also in diesem Jahr ansteht und auch für unseren Verein einen großen Aufwand bedeutet, trotz der großzügigen Unterstützung vom Freistaat. Also wir sind nach wie vor dabei und sammeln Spenden im Rahmen unserer Spendenaktion, Baustein für Baustein zur Hauptuntersuchung. Und wir hoffen, dass dann unsere Lokomotive im zweiten Halbjahr oder spätestens im nächsten Jahr wieder zu unserer Freude und natürlich auch zur Freude von unseren Besuchern und Fahrgästen zur Verfügung steht. Das ist der Satz, den jetzt alle hören wollten, wahrscheinlich, die euren Verein kennen und auch die Dampflok kennen, dass die ungefähr wissen, wann die Lok wieder rollt. Na, das stimmt ja hoffnungsvoll. Stimmungsvoll geht es derweil vor dem Lokschuppen zu. Pünktlich um 9 Uhr, eine Stunde vor dem öffentlichen Beginn, versammeln sich Fotografen und Trainspotter vor der Drehscheibe, um die anwesenden Gastlokomotiven abzulichten. Denn von 9 bis 10 gehört den Fotografen das Gelände um den Lokschuppen ganz alleine. Was für paradiesische Zustände! Den Auftakt zum Fotoreigen machten die Dieselloks 721, 517 und T435, 0145, die aus Tschechien angereist waren. Diese Loks waren auch unter dem Spitznamen Hector bekannt. Hersteller dieser Maschinen war CKD Prag und Baujahr der Maschinen war 1962. Die letzten ihrer Art wurden 1986 ausgemustert. Bei der Deutschen Reichsbahn hatten sie die Baureihenbezeichnung V75 ab 1970 107001 bis 020. Danach kamen die Großdieselloks der Baureihe 118 an die Reihe. Das Eisenbahnmuseum Arnstadt war mit 118005 in Schwarzenberg vertreten. Loks dieser ex-Deutsche Reichsbahn-Baureihe haben, wie kann es auch anders sein, den Spitznamen Dicke Babelsbergerin verpasst bekommen. Vom Eisenbahnmuseum Arnstadt mit angereist war die ölgefeuerte Güterzug-Dampflok 440093. Die Firma Railsystem RP GmbH aus Gotha stellt die frisch hauptuntersuchte 218-402 sowie ebenfalls zwei Vertreter der tschechischen Dieselloks T458-1513 und 294-615 aus. Die moderne Güterbahn wurde durch DB Cargo mit den Lokomotiven 185-401, 290-371, 232-909
und 233 511 repräsentiert. Die kaltgestellten Vereinslokomotiven 94-2105-8 und 86-1049-5 reihten sich würdevoll in die Fahrzeugschau mit ein. Das ist schon eine Menge Holz, was da an Fahrzeugen aufgefahren wurde. Und gab den Besuchern reichlich Gelegenheit zum Fotografieren. Apropos Fahren. Die Besucher hatten auch die Möglichkeit, mit dem historischen Triebwagen 772-155 der Eisenbahn Ostalgie-Vogtland anzureisen. Er übernahm die Zubringerfahrten vom und zum Bahnhof Schwarzenberg, um den Anschluss und Umstieg zur Erzgebirgsbahn zu ermöglichen. Und jetzt sage ich nochmal apropos Fahren. Die Dampflok 528079 von Dampf Plus vertrat die zur Hauptuntersuchung im Dampflokwerk Meiningen-Weilende vereinseige Dampflok bei den Führerstandsmitfahrten. Mitfahren konnten die Besucher auch am ehemaligen Ablaufberg mit dem legendären vereinseigenen Schienentrabi. Die Historie zu diesem Gefährt ist schnell erklärt. Das Gleiskraftrad GKR Typ 1 wurde Ende der 50er Jahre als Kontrollfahrzeug für Oberbaukontrolleure, Bahnmeistereien und als Baustellenfahrzeuge für Bauzüge entwickelt. Entwicklungsstelle war der damalige VEB-Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg. Die Karosse wurde fast vollständig aus Aluminium gefertigt, nur die Radkästen sind aus Eisenblech. Als Antrieb wurden Motor, Getriebe und Achsen des zur gleichen Zeit gebauten Trabant P50 verwendet. Im Jahre 1964 gab es dann einen Neurer-Vorschlag der Bahnmeisterei Pockau-Lengefeld für eine Wendeeinrichtung. Nach und nach wurden zuerst mechanische und später hydraulische Wendeeinrichtungen eingebaut, die ein wesentlich einfacheres Wenderfahrzeug ermöglichten. Und heute kann man dieses Gefährt hier in Schwarzenberg nicht nur bewundern.
Jetzt wird es Zeit, dem Lokschuppen einen Besuch abzustatten, denn hier gibt es auch viel zu sehen und zu entdecken. Blickfang und Anziehungspunkt für viele Gäste war das im Bau befindliche Modell des Museums Schwarzenberg im Maßstab 1:87, das die Firma Modellbau Hähnert im originalen Heizhaus präsentierte. Mit Sven Hähnert komme ich schnell ins Gespräch. Modellbahn und Bau ist immer ein Thema. Welche Epoche wird denn dargestellt? Soll dargestellt werden die Epoche 4, also von 1970 bis zur Schließung um 1975. Das ist das, was wir als Modell bauen. Ja, wir sind, sagen wir mal, meine Jungs, mein Vater, bedeutet der Ralf, der Ingo und ich als Inhaber des Unternehmens. Und wir haben uns der Aufgabe gestellt, die schwere Tätigkeit der Eisenbahner bei uns in der Region mal darzustellen, weil es gibt bei uns mehr zu sehen als nur Weihnachten. Zack, der Seitenhieb hat gesessen. Erzgebirge ist also mehr als nur Weihnachtsland. Okay, wie seid ihr an den Nachbau herangegangen? Wir bauen anhand Originalvorgaben, welche uns eben auch vom Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde zur Verfügung gestellt wurden. Es wurde uns sehr, sehr umfangreiches Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Es war ungefähr ein anderthalbes Jahr Planung und wir liegen jetzt momentan bei ca. 1500 Bauzeitstunden daran. Und ja, es ist, sagen wir mal, soweit maßstäblich und dem Original auch von den Abmessungen her nachempfunden. Da kommt der ein oder andere modellbauerische Kompromiss mit zum Tragen. Weichenwinkel, die im Original verbaut wurden, sind zwangsläufig nicht erhältlich. Wir haben uns sehr, sehr stark eben an die namhaften Hersteller orientiert gehalten, deren ihre Produkte natürlich gewisse Dinge mussten in Kleinserie gefertigt werden, wie zum Beispiel die Lokschuppenzufahrten, die es von keinem Hersteller her gibt. Und ja, deswegen der Schnittmusterbogen, dass wir schon im Vorfeld probieren konnten, dass eben auch unsere Bögen, Gleisradien, alles aufgehen. Wenn die Gleislagen original nachgebaut worden sind, gilt das auch für die Bahnbauten? Also man muss ganz klar sagen, die Gebäude, die Bauunterlagen dafür wurden uns vom Herrn Axel Schlenkrich zur Verfügung gestellt, vom Lokschuppen, vom Stellwerk bzw. von der Lokleitung oder von den Sozialgebäuden. Und der Bau erfolgt über einen Bekannten von mir hier in Schwarzenberg, der sich bereit erklärt hat, eben auch hier mitzuwirken und sein Know-how einzubringen, dass das Ganze gefräst wird. Und es wird dann von uns zusammengebaut bzw. auch dann so dargestellt, wie es im Original mal war, also eben auch die Alterung, alles was dazugehört. Die Anlage hier ist das eine, aber es gibt ja auch noch den Modellbau Hähnert. Ja, Modellbau Hähnert existiert eben auch noch. Ne? Also das ist zwar eine Privatanlage, was wir hier machen, aber wir sind eben diejenigen, die eben auch dem interessierten Modellbahner bzw. Modellbauer eben Tipps, Hinweise geben können in unseren Seminaren. Wie werden Anlagen geplant? Wie werden Dioramen geplant? Oder eben wie werden Fahrzeuge gealtert? Oder eben speziell der Gipsbau, welchen wir eben auch anbieten. Ne? Farbgebungen, Verarbeitungen, dass eben der Modellbahner oder der Modellbauer, wie man auch immer bezeichnet, wollen, für das, was er gerne hätte, auch das Produkt bekommt, wie er sich vorstellt. Das gehört bei uns eben zum Repertoire mit dazu. Und mit dem Modellbau hast du ja auch einen Preis errungen im Dioramenbau. Was ist das für ein Preis? Ja, das ist der Preis von der Firma Noch, die richtet jährlich oder hat über viele Jahre hinweg den Maimocom Modellbau Cup ausgerichtet. Und da habe ich in der Zeit 2015, 2016 habe ich dort den ersten Preis erreichen können mit dem Straßenzug der Epoche 4 und wurde eben dann auch auf der Intermodellbau in Dortmund im April 2016 dafür ausgezeichnet. Und in der Bauzeit 2016-2017 haben wir mit der Blockstelle Margarete den dritten Preis haben wir damit erreicht. Letzte und wichtige Frage, was visiert ihr als nächstes an? Ja, was ist das nächste Ziel? Ja, sagen wir mal, meine Jungs, die sind der Meinung, wir könnten die Anlage auch noch weiterbauen in Richtung Bahnhof Schwarzenberg vor. Es gab sogar mal ganz kurz den Gedanken, das Bahnbetriebswerk Chemnitz-Hilbersdorf als nächstes nachzubauen. Aber ich setze mir Ziele, die realistisch sind und ich entzünde keine Feuer, die ich nicht selber löschen kann. Und deswegen werde ich mich zu keiner Aussage hinreißen lassen. Und wenn du aber dann irgendwann mal intern eine Aussage getroffen hast, sagst du uns Bescheid, oder? Aber selbstverständlich werde ich euch Bescheid sagen, ihr werdet die Ersten sein, die es erfahren. Ohne den jeglichen Zeitdruck dann zu kommen, dann wollen wir sehen, dann sind wir fertig. Dann sind wir schon sehr gespannt und freuen uns schon. Nun habe ich Sven Hähnert mit meinen Fragen genug gelöchert. Ich begebe mich weiter auf Entdeckungstour. Das Stellwerk lädt zu einer Besichtigung für interessierte Besucher ein. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wann hat man schon die Gelegenheit, ein intaktes altes Stellwerk in Aktion zu erleben
und sich in den Flair längst vergangener Reichsbahnzeiten zurückversetzen zu lassen. Von diesen Bildern kann man nicht genug haben. Ein Stellwerk hat schon was Faszinierendes an sich. Ich komme mit Tobias Martin ins Gespräch. Er befindet sich zurzeit in Ausbildung bei der Deutschen Bahn und stellt heute hier die Weichen. Ja, also ich bin derzeit im zweiten Ausbildungsjahr und mache eine Ausbildung zum Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn. Und da ist das Bedienen eines alten Stellwerks drin oder hast du es ja autodidaktisch angeeignet? Also im Prinzip ist die Technik immer gleich. Es hat spezielle, Unterschiede. Aber der Grundaufbau ist immer derselbe und der wird noch so für die Ausbildung als Fahrdienstleiter noch vermittelt. Ab welchem Zeitpunkt hast du dich für die Bahn interessiert? Also ich muss sagen, bei mir ging das Ganze relativ früh los. Mein Vater, der war ja schon bei der Eisenbahn gewesen, im selben Beruf. Und da durfte man als Kind natürlich auch mal mit aufs Stellwerk gehen und auch mal eine Weiche umstellen. Und damals war das natürlich was Besonderes. Und man kann schon sagen, man hatte auch mal Herzklopfen gehabt, weil es war jetzt wie ein bisschen ein Privileg. Das durften andere Kinder nicht machen. Aber mittlerweile, wenn man das beruflich macht, es ist zur Normalität geworden. Wenn du fertig bist mit der Ausbildung, wirst du dann hier in Schwarzenberg arbeiten oder musst du dann in die bundesweiten Lande ausschwärmen? Also bei mir ist es jetzt so, ich lerne gerade in Zwickau auf dem Hauptbahnhof. Und da dort auch bei der Eisenbahn das Personal ja immer älter wird, immer mehr in Rente gehen, stehen die Chancen da sehr gut, dass ich in Zwickau arbeiten kann und ja, irgendwann, wenn ich mal älter bin, vielleicht auch mal hier in Schwarzenberg, weil da fährt ein bisschen weniger. Ein junger Mann, der seinen Beruf liebt, engagiert ist und eine Vision hat. Das ist leider sehr selten geworden. Wünschen wir ihm für diesen Weg alles Gute. Jetzt muss ich mich aber sputen. Der nächste Höhepunkt steht an, die Lokparade. Auf dem Weg zur Paradestrecke komme ich an der Drehscheibe vorbei. Wo normalerweise Loks stehen, präsentieren sich die Nachtwächter aus ganz Europa. Die haben den Verein, weil sie gerade in der Nähe waren, und dem Fest einen Blitzbesuch abgestattet. Was für ein Bild! Aber jetzt geht es los. Die Lokparade beginnt. Eröffnet von der KÖ 0049, Hersteller Jung, Baujahr 1930 und einer Leistung von 20 PS. Gefolgt von einer Deutz A4M 420, Baujahr 1941 und einer Leistung von 102 PS. Den Reigen der kleinen Dieselloks beschließt die KÖ 100-537, Hersteller Henschel, Baujahr 1934. Die BR 290 der Deutschen Bahn Cargo präsentiert sich den Zuschauern. Diese Loks wurden zwischen 1966 und 1974 von verschiedenen Lokomotivbauern wie beispielsweise Mack, Henschel oder Klöckner Humboldt Deutz gebaut. Sie hat eine Leistung von 1100 PS. Die T435-0145, Baujahr 1963 und einer Leistung von 553 kW, folgt der Baureihe 290 auf den Fuß. Baureihe 107-018-4 präsentierte sich als Schlusslok für diese Hektor-Baureihe.
Als nächstes zog die dicke Babelsberger, die ex-deutsche Reichsbahnbaureihe 118, am Publikum vorbei, die von dem Arnstädter Eisenbahnverein präsentiert wird. Diese Loks mit Achsfolge BB wurden von 1960 bis 1966 gebaut und hatten eine Leistung von 2x1000 PS. Und dann dampfte es nochmal kräftig. Als Schlusslok zog mit viel Getöse die BR 52 8076-7 von Dampf Plus vorbei. Tolle Präsentation, schön war's. Jetzt möchte ich gerne noch etwas in Kurzfassung über die Geschichte des BB, der Strecke von Zwickau nach Schwarzenberg und den Verein erfahren. Axel Schlenkrich korrigiert mich auf meine Frage zur Bahnstrecke um ein wichtiges Detail. Also der Beginn der Eisenbahn war im Jahr 1858. Da wurde die Strecke Schwarzenberg-Zwickau gebaut, nicht Zwickau-Schwarzenberg, damit ist klar, welcher Ort wichtig ist. Denn in Schwarzenberg steht der Kilometer 0,0 nach dem sächsischen Eisenbahnrecht hieß und heißt die Strecke SZ. Wird gerade im Hintergrund bestätigt. 1883 kam die Strecke Richtung Johannstadt, dann später weiter nach Österreich dazu und 1889 die Strecke Richtung Buchholz. Jetzt muss ich doch mal ketzerisch fragen, wieso ist das wichtig, dass Schwarzenberg-Zwickau so wichtig ist? Wieso beginnt der Kilometer Null hier? Normalerweise hat man doch aus den Industriezentren hinaus die Bahnen gebaut. Ja, die haben damals schon gewusst, was wichtiger ist. Also die Kilometrierung ist so festgelegt worden und auch diese ganzen Abkürzungen. Und darauf sind wir stolz und wir ändern das natürlich auch nicht mehr. Wie ging das mit der Eisenbahn weiter? Ich meine, die Blütezeit hat ja wahrscheinlich auch hier im Erzgebirge und Umgebung die Eisenbahn so richtig vorwärts gebracht. Wie ging das weiter nach der Streckengründung? Ja, also die Industrialisierung des Erzgebirges kam hauptsächlich durch die Eisenbahn zustande. Man hat dann in Schwarzenberg zum Beispiel festgestellt, das erste Heizhaus war auf dem Bahnhofsgelände. Durch die weiteren Strecken wurde es zu eng. Und man hat sich entschlossen, 1902 diesen sogenannten Lokbahnhof zu bauen mit dem zehnständigen Heizhaus, wie wir es jetzt hier so erleben. Und der weitere Aufschwung war so extrem nach dem Krieg. Wismutzeit, Bergbau. Die Dienststelle wurde selbstständiges Bahnbetriebswerk von März 1949 an, hatte bis zu 300 Beschäftigte und 40 Dampflokomotiven waren von hier eingesetzt. Also hier war richtig was los. Die Strecke nach Johannstadt, also Schwarzenberg-Zwickau und Johannstadt-Schwarzenberg wurden zweigleisig ausgebaut. Und dann, das waren natürlich extreme Zeiten. Nun war ja auch die Wismutzeit sicherlich auch eine extrem schwierige Zeit. Ich meine, Bismut hatte ja nun Vorrang vor allen anderen Sachen. Es durfte ja auch nicht fotografiert werden, aber wir sehen jetzt gerade im Bild, dass es doch gemacht worden ist, als hier mal ein Zug entgleist ist. War das für die Eisenbahner spürbar, dass das was Besonderes war hier oder war das ein ganz normaler Betrieb? Naja, normal war es auf jeden Fall nicht. Die ganze Gegend war zur Wismutzeit Sperrgebiet. Hier durfte also nur rein mit besonderem Ausweis, wer hier wohnte oder wer hier arbeitete. Und es war im Großen und Ganzen auch bekannt, dass das freie Fotografieren, wie wir es jetzt erleben, nahezu unmöglich war. Wir sind ja sehr froh, dass es Leute gab, die das nicht so genau wussten oder die Mut hatten. Und von denen haben wir ein paar Bilder bekommen. Manchmal aus nur Lokpersonal vor der Lok. Aber wer erwischt wurde, hatte es sehr ungünstig, sagen wir mal so. Ein schöner, aber auch anstrengender Drehtag voller Erlebnisse geht für uns langsam zu Ende. Drängende Frage an Thomas Strömsdorfer, wer hält das alles hier am Laufen? Wir haben in unserem Verein ca. 170 zahlende Mitglieder. Die sind natürlich nicht alle hier auf dem Gelände immer versammelt. Da sind auch Fördermitglieder dabei. Und die Mitgliedschaft, die erstreckt sich auch auf Mitglieder aus ganz Deutschland. Dann haben wir auch Mitglieder aus dem Ausland, aus Tschechien zum Beispiel. In Spanien haben wir ein Mitglied, in der Schweiz haben wir mehrere Mitglieder, die dann zum Teil aber auch aktiv sind und zu uns kommen. Der Beruf des Eisenbahners ist bei Weitem keine Voraussetzung bei uns. Also wir sind querbeet, sind bei uns alle Berufe vertreten und wir finden eigentlich für jeden eine vernünftige Verwendung.
Kannst du uns mal den ausgefallensten Beruf in euren Reihen nennen? Das fällt mir schwer. Da wüsste ich jetzt keinen zu benennen, auch dass ich keinen auf den Schlips trete. Ja, es hätte ja sein können, wir haben auch einen Friseur hier oder einen Frauenarzt oder sowas. Oh, wir haben zum Beispiel einen Arzt hier, der auch Lokomotive fährt. Das wäre vielleicht so eine Sache. Ein Lokomotive fahrender Arzt und beeindruckende Zahlen zum Verein. Das wollen wir als Schlusswort so stehen lassen. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Verein für die Einladung und verabschieden uns mit dem Eingangszitat frei nach Willem Busch. Also lautet der Entschluss, dass der Mensch was kennenlernen muss. In dem Sinne fahren wir vollgepackt mit tollen Eindrücken nach Hause mit dem Vorsatz, wir kommen ganz bestimmt mal wieder. Na, liebe Zuschauer, haben wir einen Appetit gemacht? Vielleicht sind Sie ja beim 27. Fest in Schwarzenberg dabei. Die Schwarzenberger würden sich auf alle Fälle sehr darüber freuen. Ja, und das war sie schon, Ausgabe 80 von Modell und Bahn. Da jetzt Sommerzeit ist, legen wir eine kurze Sommerpause ein und die nächste Sendung sehen Sie dann im August. Bis dahin erholen Sie sich gut und machen Sie es gut, Ihr Frank Butti.